AMS ist das gezielte Bestreben, über die Umsetzung von evidenzbasierter Medizin einen Einfluss und Optimierung der Verschreibungspraxis für Antiinfektiva zu erwirken. Wir richten uns mit unseren Maßnahmen und Strategien an diejenigen, die Antiinfektiva, hier im besonderen Maße Antibiotika, verordnen. Weil die Daten auch aufzeigen, dass der Haupttreiber für die zunehmende und anhaltende Antibiotikaresistenz eine ungünstige Verschreibungspraxis für Antiinfektiva ist. Der Gesetzgeber fordert von uns Ärzten einen rationalen und verantwortungsvollen Umgang mit Antibiotika. Durch dieses Netzwerk AMS, was die Uniklinik anbietet, haben wir beste Expertise und Beratungen bei unseren Visiten, die also gerade durch die Frau Dr. Surath auch mit angeboten werden. Grundsätzlich geht es bei den Verordnungsanalysen, die wir in den Antibiotika-Visiten machen, darum, dass wir sozusagen mit den Kolleginnen und Kollegen jeden einzelnen Patienten besprechen, der unter Antiinfektiva besteht, damit wir einfach weiterhin die Therapie planen können. Wichtig ist für uns vor allem, dass wir im Rahmen der Antibiotika-Surveillance die Erreger- und Resistenzprofile mit den Kollegen besprechen können. Und damit haben wir natürlich den goldwerten Vorteil von der Universitätsklinik Würzburg auch bei uns in Ochsenfurt. Wir haben auch insgesamt über 20 Standards entwickelt für die Prophylaxe und für die Therapie von Infektionen, die sich an aktuellen Leitlinien orientieren. Den Netzwerkpartnern bieten wir auch die Nutzung einer Anti-Infektiva-App an vom UKW im Sinne einer digitalen Anti-Infektiva-Fibel zur verbesserten Anwendung des Antibiotika. Über die eingesetzten multimodalen Maßnahmen in den letzten 5 Jahren am Universitätsklinikum Würzburg konnten wir etliche Erfolge bewirken. Zum Beispiel haben wir den Gesamtverbrauch an Antibiotika signifikant senken können. Hier ist insbesondere der Cephalosporinverbrauch der Drittgeneration zu nennen, was wir als kritische Antibiotika ansehen. Wir konnten die Erfolge über die letzten Jahre auch halten, weil wir unter anderem auch im gesamten Haus Antibiotika-Visiten durchführen. Wir konnten belegen, dass dieser signifikante Reduktion des Antibiotikaverbrauchs keinen negativen Einfluss auf das Behandlungsergebnis der Patienten und Patientinnen hatte. Wir würden uns freuen, wenn mehr Krankenhäuser in der Region sich am Netzwerk beteiligen würden, denn die internationalen Erfolge geben uns recht.